Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Vorlage automatisch auf Ihre Artikel anwenden können. Hierzu gehen wir erstmal auf Menüpunkt Editor und speichern wir uns Ihre aktuelle Vorlage als eine neue Vorlage, die wir dann weiter bearbeiten können. Hierzu gehen wir auf Menüpunkt Artikel, speichern unter Speichern als Vorlage. Ich nenne das jetzt neue Vorlagen. Speichern. Ich habe bereits eine überschreiben, ja. So, das Programm springt automatisch jetzt zu der neuen Vorlage, die wir gerade erstellt haben. Und wir möchten jetzt hier noch einen Platzhalter setzen, damit unser Service weiß, was in der Beschreibung kommt. In meinem Fall wäre das Tab Beschreibung. Ich entferne jetzt den Text und setze über den Icon mit Zahnrädchen hier die Variable namens Artikel Description, steht für Artikel Beschreibung, und speichere das. Das war schon soweit hier mit der Vorlage. Dann gehen wir und machen noch ein paar kleine Einstellungen, und zwar Benutzereinstellungen. Müssen wir noch den Punkt Vorlage auf neue Artikel automatisch anwenden, aktivieren und speichern. Im nächsten Schritt gehen wir auf Menüpunkt Tools, Vorlagen verwalten. Und suchen wir unsere neu erstellte Vorlage, das wäre in meinem Fall diese hier. Hier gibt es eine Spalte Kategorie. Hier können wir festlegen, auf welche Kategorie die Vorlage angewandt wird. In meinem Fall sage ich jetzt einmal auf alle. Sollten Sie keine Kategorie bei eBay haben, ist kein Problem, nehmen Sie auch einfach alle. Sollten Sie die Vorlage nachträglich noch verändert haben, das können Sie, indem Sie hier auf den Link klicken. Dann müssen Sie ja noch kurz auf den Button Aktualisieren draufklicken, dann wird die Vorlage neu generiert und beim Service hinterlegt. So, das war es schon zu den Einstellungen bei Easy Template. Jetzt gehen wir zum Menüpunkt, jetzt gehen wir zu eBay. Und zwar, ich habe ja bereits einen alten Artikel, den tue ich mal jetzt mal neu einstellen. Der Artikel hat eine Vorlage, die entferne ich. Und hier fügen wir unsere Beschreibung. Darauf achten, dass das eBay auch gespeichert hat. Wie man sieht, nicht. Ab und zu. Jetzt speichert er das, okay. Ab und zu übernimmt das, warum auch immer nicht. So, jetzt haben wir unsere Beschreibung hier drin, ohne Vorlage, so wie wir es haben wollten. Und stellen Artikel ein. So, Artikel wird natürlich ohne Vorlage eingestellt, denn die Vorlage soll ja unser Service von Easy Template setzen. Und zwar geht der Service hin und prüft einmal in der Stunde, ob ein neuer Artikel existiert, der noch keine Vorlage hat, so wie dieser hier. Und setzt dann automatisch die Vorlage ein. Dabei liest er natürlich die Beschreibung vorher raus und setzt diese auch in Vorlage ein. Nun, wir wollen jetzt nicht eine Stunde warten. Hierzu gehen wir nochmal zu Easy Template. Unter Menüpunkt Tools, Listener, haben Sie die Möglichkeit, den Vorgang manuell auszulösen. Hierzu gehen wir auf Menüpunkt, den Button eBay, letzte Änderung importieren. Dabei importiert er natürlich den neu erstellten Artikel und setzt auch die Vorlage ein, wie wir es eingestellt haben. So, wir haben zwei neue Artikel, sagt er, gefunden. Okay, hier haben wir eine neue Vorlage mit Test Template genannt von mir. Wir gehen nochmal zurück zu unserem erstellten Artikel, aktualisieren die Seite und jetzt sollte man die Vorlage sehen. So, wie Sie sehen, hier ist auch die Beschreibung drin. Richtig eingesetzt. Natürlich wird auch der Preis richtig vom Artikel übernommen, sowie auch Titel und natürlich auch die ganzen URLs, also in Button-Links angepasst. Die Bilder natürlich wird auch vom Artikel mit übernommen. Ja, das war schon alles zum automatischen Vorgehen. Vielen Dank!